Hello again. Wir sind zurück und wir haben ein spannendes Thema für euch. Ich habe einen tollen Gast dafür. Und einen tollen Gast dafür, ja. Einen Gast, mit dem ich gerne immer spreche, deswegen freut es mich. Ich auch. Mir wurde gesagt, der Gast kommt langsam, aber sicher dazu. Dann sagen wir doch schon mal, um was es geht, oder? Ja, leg los. Bei uns kommt ja dieses Jahr das Spiel Das Unbewusste, die Lokalisierung von Unconscious Mind. Und bei dem Spiel geht es ganz, ganz viel eben um Sigmund Freud, beziehungsweise um die Gesellschaften um ihn herum und die Treffen, die er veranstaltet hat oder die da stattfanden in Wien um die Jahrhundertwende, also um 1900 rum, und wo eben so die Ideen der Psychoanalyse entwickelt wurden. Und in dem Spiel ist das ziemlich cool umgesetzt, also vor allem so dieser historische Teil davon wird ganz, ganz viel aufgegriffen und man bewegt sich durch Wien, man trinkt ganz, ganz viel Kaffee, wie es sich gehört für Wien. Ich finde, das hat einen schönen Namen, der heißt, kann man mit Freud auch Freude haben? Ja, finde ich auch. Der ist sehr gut. Ja. Guck mal, wie wir haben. Wer hat sich das vielleicht ausgedacht? Der Titel hat mich direkt gecatcht, den fand ich großartig. Nicht wir, muss ich sagen. Wir sind unschuldig. Wir geben das hier direkt mal weiter an die hervorragende Titelgebung dieses Slots. Ja, hi, schön dich mal wieder zu sprechen in live und in Frage. Ja, ebenso. Moin. Willst du dich erstmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Lukas Boch. Vielleicht kenne mich ein paar von Boardgame Historian. Also ich bin Wissenschaftler an der Uni Münster noch. Und beschäftige mich mit Kolleginnen, mit dem ganzen Thema so Wissenschaft und Brettspiele. Und mein Themenschwerpunkt ist dabei, wie historische Themen in Spielen verarbeitet werden. Deswegen war ich natürlich auch direkt Feuer und Flamme, als Rosa gefragt hat, hey Lukas, hast du Lust, ein bisschen was über das Unbewusste zu erzählen. Ich muss eigentlich spoilern, eigentlich bin ich, wie ihr wisst, bin also kein Fachmann für das 19. Jahrhundert ungefähr, aber Historiker lassen sich von sowas ja grundsätzlich eigentlich nicht abschrecken. Wenn man Geschichte kann, kann man quasi alles in Geschichte. Gerade wollte ich fragen, ich muss es spoilern, da kommt schon, ich bin gar kein Freudian, ich bin ein Jungian, dachte ich. das wäre auch schön gewesen. Hätte ja sein können. Das Unbewusstsein, ist ja eher ein ungewöhnliches Thema. Ich kann mal ganz kurz von der Backstory erzählen, wie viel Arbeit auch reingeflossen ist in das Thema. Auch wenn es bei uns natürlich eine Lokalisation ist, sind wir recht früh an Bord gekommen und hatten auch viele Unterhaltungen zu dem Thema. Weil natürlich wir auch sicherstellen wollten, dass das Thema ordentlich umgesetzt wird. Soll heißen, auch mit der gewissen Sensibilität, das auch im Wording dann zu finden war und das musst du natürlich auch im Deutschen dann ebenfalls sauber umsetzen. Da haben wir lange drüber überlegt und haben geguckt, wie gehen wir es an, was machen wir da. Es wurde sich auch vom Originalverlag viel Consulting geholt, um das sauber anzugehen. Und das fand ich eigentlich sehr cool. Um das halt richtig abzubilden, aber der wichtigste Aspekt, will ich fast sagen, um mal so kurz vorwegzugehen, war eigentlich, dass man das Mentale selber in Fokus rücken möchte und es auch nicht sagt, dass man quasi, wir haben Patienten zum Beispiel, es sind keine Patienten, man hat Klienten, ja, genau. Ein ganz wichtiger Faktor. Und das ist halt schwierig, weil historisch war das natürlich anders zu der Zeit. Ne? Wenn ich einmal kurz einhaken, das war tatsächlich auch der erste Gedanke, den ich hatte. Also spannendes Thema, aber auch krasses Thema irgendwie. Ne? Also gerade Freud kann man ja auch durchaus kritisch sehen, einige Dinge. Deswegen fand ich sehr schön, ehrlich gesagt auch, dass man, es gibt ja im Spiel, ich habe mich ein bisschen damit jetzt schon beschäftigt, also Klienten, wie du schon gesagt hast, und dann gibt es eben immer noch Traumata, in Anführungszeichen, die draufgelegt werden, aber die werden nur durch den Rorschach-Test einmal quasi abgebildet. Also man geht da nicht in verschiedene Themata rein, sondern es ist dann quasi eine überliegende Klappe nochmal, um zu zeigen, so hey, das wird hier schwieriger. Und im Endeffekt geht es eben um diese ganze Idee der Traumdeutung. Das ist ja das, was das Spiel dann eben auch raus aus dem ja eigentlich sehr doch belastenden Thema im Endeffekt zu einem sehr, sehr interessanten Thema auch wiederum macht. Ja. Genau. Das war nicht nur uns sehr wichtig, das war im Originalverlag sehr wichtig, dass man da
das ist mal sauber abbildet und dass man nicht unbedingt quasi thematisiert, was die jetzt genau haben und das in den Fokus rückt. Das war tatsächlich in einem Stage des Spiels mal vorgesehen, ne? Also dass das exakt dieses Traumata ist oder so, ne? Aber das ist primär um eben diese Katharsis geht, so heißt es ja auch im Spiel tatsächlich. Richtig. Das war uns so wichtig, es ist natürlich schwierig, immer übrigens auch redaktioneller Sicht, ne, Begriffe zu nehmen, die entweder A, schwierig sind oder B, erstmal nicht verstanden werden, weil alles, was du im Spiel neu lernen musst an Wording, ist einfach eine eigene Sprache. Ja. Ne? Und wenn es eine eigene Sprache ist, dann ist es ein Hindernis oder ist eine Hürde zumindest erstmal, die es schwieriger macht, ins Spiel reinzukommen. Und deswegen haben wir da versucht, so einen Mittelweg zu gehen, ohne das Thema irgendwie dadurch lächerlich zu machen oder vom Thema abzulenken. Also ich glaube, das ist auch, also lächerlich finde ich überhaupt nicht, wie es rübergekommen ist. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön umgesetzt. Aber vielleicht zu Beginn, ich stelle einfach mal direkt eine Frage zurück. Worum geht es denn eigentlich in das Unbewusste mechanisch gesehen? Vielleicht fangen wir damit mal an, weil vielleicht haben die Leute jetzt komplett andere Vorstellungen, worum es da unter Umständen geht. Mechanisch ist es, ich habe tatsächlich, mir wurde die Frage neulich schon mal gestellt, weil das ist eigentlich nicht ganz so einfach. Ne? persönlich würde ich sagen, dass der Hauptkern des Spiels ein Rondell ist, mit dem man seine Aktionen macht. Also man hat Gedanken, die man einsetzt auf Aktionen. Man könnte mal sagen, das ist wahrscheinlich Worker Placement und so. Das ist aber im Grunde genommen nur Mittel zum Zweck. Das Hauptding ist, dass man dann bei sich auf der Couch sozusagen, eigentlich ist es auf dem Schreibtisch, ne, das ist auch die Schreibtische und die Notizplättchen, dass man sich an den Schreibtisch setzt und damit sein eigenes Bonus-Tableau abfeuert sozusagen und da mit unterschiedlichen Erkenntnissen, das sind die Ressourcen im Spiel, die gibt es in drei Farben, das sind so drei Themengebiete, und in drei Qualitäten, also eine kleine Erkenntnis, eine mittlere und eine große Erkenntnis. Und mit diesen Erkenntnissen, logischerweise aus der Psychoanalyse, dann geht man ran und heilt dann die Patienten. Das ist so der hauptmechanische Hook sozusagen. Und gleichzeitig hat man noch andere Sachen, wie du das kennst, aus der Wissenschaft muss man auch Texte veröffentlichen. Ja? Genau. Das war ein großes Thema halt. Ne? Also die wurden damals in Zeitungen geschrieben tatsächlich. Ich behaupte, das macht man heute nicht mehr. Es ist eher so in wissenschaftlichen Journals. Ne? und da kann man eben auch Bücher oder ganze Reihen eben verfassen mit diesen Zeitungsartikeln, die man da geschrieben hat. Und sich dann auch in Wien bewegen. Und weil man ist ja in Wien. Ergo bewegt man sich auch in Wien und kann da natürlich auch Boni abgreifen, Effekte mitnehmen. Man soll sich halt wirklich in der Stadt sozusagen als Psychoanalytiker beschäftigen, ja. Weil das finde ich vielleicht noch ganz wichtig, auch so als Ziel des Spiels, was man ja machen möchte, ist, man möchte ja quasi der Nachfolger von Freud werden. Quasi, das ist ja, da sind wir auch direkt im Thema drin, so von wegen, na, im Spiel übernimmt man die Rolle von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die zusammen mit Freud sich regelmäßig getroffen haben, um Erkenntnisse zu diskutieren. Aber da wird auch schon relativ klar, das ist natürlich nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Denn am Ende will man für dich selber derjenige sein, der auf Platz 2, also nach Freud. genau, Freud ist einem immer voraus, leider. Es ist bitter, aber es ist so. Ja. Damit muss man leben, aber man kann ja immer noch versuchen, sich mit seinen anderen Mitwissenschaftlern zu schlagen. Und deswegen, das finde ich eigentlich so spannend, es ist im Endeffekt natürlich wieder Siegespunkte sammeln. Das heißt, man könnte denken, so klassisch Eurogame. Und man hat ja auch sehr, sehr viele Mechaniken, die eng verzahnt sind. Also als ich es mir so durchgelesen habe, boah, dachte ich schon, krass, da muss man auf vieles achten. Aber das Spannende finde ich jetzt wiederum, wie es das Spiel eben schafft, viele dieser Mechanismen, dieser Mechaniken auch wirklich mit dem Thema sinnvoll einzuwenden, dass es man direkt versteht, aha, so klar, wenn ich Kaffee habe, das kommt ja auch immer häufiger vor, kann ich eben mehr Aktionspunkte machen. Das haben wir ja bei Skyteam jetzt auch ganz präsent gehabt. Das fand ich zum Beispiel erstmal sehr schön, dass solche Dinge reinkommen. Da gibt es eben noch viel, viel mehr in dem Spiel. Genau. Witzigerweise gefällt mir ganz gut, dass man auch tatsächliche Patienten, also aus dem Umfeld hat, ne? Absolut. Und man auch Kafka kann man heilen, ne? Das war auch der erste, den ich gesehen habe. Perfekt, passt ja gut. Ich habe natürlich direkt recherchiert, also was heißt recherchiert? Das passt ja auch von der Zeit her, aber Kafka hat, weil das hat mich natürlich dann doch interessiert, weil Kafka, ich glaube, so viel kann man schon sagen, auch durchaus selber mental viele Probleme, also der hätte bestimmt auch unter Umständen von Freud profitieren können, kannte ihn aber persönlich nicht. Also er kannte Studenten von ihm. Deswegen
Da hat man sich auch gewisse Freiheiten genommen, das ich aber wiederum überhaupt nicht problematisch finde. Ich finde das sogar sehr cool, weil das ist ja ein riesengroßes Fund, das Brettspiele auch mit reinnehmen können. Also wie kann man irgendwie ein Brettspiel ja mehr realitätsnah gestalten, indem man eben wirklich Persönlichkeiten oder eben auch Objekte aus der Zeit nimmt. Und ne, bei, jetzt einmal kurz weg von den Persönlichkeiten, Objekte, die Bücher, die man schreibt, in dem Spiel sind ja auch wieder Bücher, die tatsächlich in der Zeit veröffentlicht wurden, zum Beispiel über Narzissmus. Ne? Genau. Fand ich super. Das sind übrigens Sachen, was haben wir tatsächlich reingebracht, dass wir die Bücher hatten keine Titel. Also ja, die hatten im Original keine Titel und wir haben gesagt, warum eigentlich? Der hat doch so viele schöne, ja? Es gibt doch die Titel. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt mit dem Originalverlag und haben die tatsächlichen Titel drauf gemacht. Das ist ganz lustig. Also das finde ich so super, weil das wirklich so kleine Dinge sind, die man in solche Spiele einfließen kann, dass man einfach, keine Ahnung, Zielkarten benennt. So, das ist gefühlt nicht viel Aufwand, aber für mich macht das total viel Tiefe, in so ein Spiel mit rein. Ja, ich finde es ja auch wichtig und das ist ja auch der Extraschritt, den wir gehen wollen, dass man das dazu bringt. Hier schreibt gerade einer im Chat, es ist ein bisschen schade, dass man im Regelwerk nichts weiteres zu den spielbaren Personen erfährt. Das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Tatsächlich hatten wir das auch angesprochen und es ging einfach darum, dass man, sie wollten es nicht als geschichtliche Abhandlung haben. Ne? Mhm. Also sollte das Thema haben, ein Beiheft wäre noch cool gewesen, das haben sie sich jetzt so alleine nicht zugetraut. Man findet aber zu all den Leuten, die werden ja auch benannt, ne? Ein schnelles Googlen ist dein Freund, sage ich mal. Ne? Und dann findet man viel. Und dieser Anstoß, sich darüber Gedanken zu machen, hat auch einer neulich im Forum geschrieben, hat gesagt, so, bin losgegangen und hab mal ein bisschen gegoogelt und es war total spannend. Ne? Wenn es diesen Anstoß gibt, dass man sich damit beschäftigt, ist ja auch schon cool. Ne? Und meistens findet man dann ja mehr heraus, als man jetzt irgendwie aus so einem kleinen Beiheft nehmen kann, wenn man sich wirklich dann reinarbeitet und so. Ja. Aber nur ganz kurz noch und dann halte ich auch meinen Mund. Das finde ich eben auch, würde ich auch mal unterstreichen wollen. Also klar kann man sagen, man macht jetzt eine halbe Bibliothek mit in das Heft rein. Aber die Frage ist, ob du während des Spielens tatsächlich in so ein Beiheft guckst oder ob du nicht vielmehr sagst, so hey, das hat mich jetzt so gehuckt, so ich habe jetzt irgendwie mit Sabrina Spielrein, einer der witzigerweise auch nur zwei Frauen, die es übrigens in diesem ganzen Dunstkreis von Freud gab, die beiden habt ihr, also wurden auch ins Spiel genommen, deswegen hat man eine halb männlich, halb weiblich, also mehr hätte man auch gar nicht nehmen können, aber das ist cool, dass sie drin ist und dass man sich dann eben selber weiter informiert, genau, also deswegen. Ich bin da mittlerweile auch zwiegespalten bei großen historischen Background-Heften in solchen Spielen, ob das wirklich so viel bringt, weiß ich gar nicht mehr so stark. Es kommt immer darauf an, ich finde mal, was es ist. Wenn man jetzt was, finde ich jetzt was rein Historisches abbildet, kann man das machen. Weil ich sage mal, wenn man jetzt nur erzählt, das und das ist passiert, finde ich das okay. Wenn es jetzt tiefer geht, dann müsste man sich ja jetzt fast schon, finde ich, mit der Geschichte der Psychoanalyse beschäftigen, damit man da ein bisschen vorwärts kommt, sage ich mal. Deswegen. Ein gutes Beispiel, wo das super gemacht wurde, war unser Watergate, wo auch echt super viel Aufwand reingeflossen ist in die ganzen Sachen, wo ja jede Karte irgendwie ein Event ist und dazu auch was gesagt wurde dann. Ja. Und auch wieder spannend für mich als Historiker natürlich, sobald Brettspielautorinnen oder Verlage anfangen, sowas zu machen, erschaffen sie ja wieder selber einen Teil der Geschichtsdarstellung, weil sie natürlich bestimmte Dinge reinnehmen, bestimmte andere wieder nicht. Das ist natürlich für mich dann wieder toll als neue Quelle, die ich untersuchen kann. Deswegen natürlich nicht damit aufhören. Aber ich fand es jetzt kein Riesenmanko bei dem Spiel. Übrigens, UAI, das ist nicht im Spiel. Das ist, sollte nur ein Catcher sein. Das ist kein AI-Bild. Es ist alle Illustrationen in dem Spiel sind, das ist sehr cool, sind alles aus der Welt, ist von Vincent Dutrey gemalt, das Geerdete sozusagen. Und das Träumerische ist von Andrew Bosley gemacht. Und es zieht sich durchs gesamte Spiel. Also nicht nur jetzt hier auf dem Cover, wie man vielleicht sieht, sondern tatsächlich auch, ich sag, auf den Karten, das Spielmaterial selber. Der Schreibtisch ist weltlich, ergo ist das von Dutrey gemacht worden. Das ist ganz cool. Was es übrigens noch gibt, was ich noch gar nicht erzählt habe, da haben wir auch noch tatsächlich gar nicht viel drüber gesprochen, weil wir lange Zeit nichts hatten. Das werden wir demnächst bei uns mal auf dem Kanal machen. Es gibt eine Erweiterung, die sich mit Albträumen beschäftigt. Ja. Die tatsächlich Spielmaterial auch austauscht und die Erkenntnisse um den Wahnsinn tatsächlich erweitert. Auch das war super schwierig, weil wir da auch lange überlegt haben. Weil es einerseits natürlich so ein bisschen, ich sag mal, Cthulhu-esque ist, aber gleichzeitig wollten wir nicht, dass es, also
ne, Wahnsinn und Psycho, das ist schwierig, ne, ein ganz, ganz diffiziles Terrain. Und da haben wir uns ganz lange drüber Gedanken gemacht, wie wir das auch im Deutschen abbilden. Nicht, dass wir das, dass mal quasi alles, was wir im Grundspiel aufgebaut haben mit der Erweiterung, gerade wieder kaputt machen. Ja. Aber auch spielerisch super interessant. Ersetzt gewisse Teile, bringt auch neue Patienten dazu, auch verrücktere Patienten tatsächlich. Damit meine ich jetzt nicht verrückt im Sinne von wahnsinnig tatsächlich, sondern auch was die für Probleme mit sich bringen. Das ist illustrativ mega gemacht. Das ist sehr Kafkaesk, könnte man sagen. Ja, ja. Das ist absolut richtig. Rosa, aber das hat mich ja tatsächlich auch gehuckt, muss ich ja zugeben. Als wir, wir uns auf der BeamCon haben wir uns ja getroffen gehabt und da hat es ja noch was erzählt, also wirklich diese, also wie das Spiel illustriert wird, in Szene gesetzt wird, das fand ich da wirklich auch bemerkenswert, auf ganz vielen Ebenen. Das ist ja etwas, was zum Beispiel Michael Menzel auch ganz stark macht, also dass das Material auch wiederum so gestaltet ist, dass es den Spielfluss unterstützt. Zum Beispiel haben wir, also das Spiel selber hat ja auch durchaus eine interaktive Variante, also dieses, also die Aktionen, die wir durchführen, werden ja an diesem Tisch ausgehandelt. Und da können wir auch Dinge platzieren und das ist auch wieder so dargestellt, dass wir diese Plätze, wo wir unsere Gedanken einsetzen können, unsere Worker, dass die eben auch so gezeichnet sind, dass sie in bestimmten Sicherungen ausgerichtet sind. Also das fand ich auch wirklich, genau. Hat mir wirklich gut gefallen, was ich bis jetzt da gesehen habe. Wir haben ja noch eine spannende Frage, die ich halbwegs dran finde, wo ich sagen würde, wie findest du denn von deiner Perspektive her das Thema Psychotherapie generell in dem, in dem Spiel? Also ist das, hat das hat das irgendwie eine Relevanz oder gibt es dazu einiges, dass das schon mal abgebildet wurde? Also ganz generell, ob das überhaupt relevant ist, ja, total. Ich bin da mittlerweile auch auf einem sehr, direkten Weg. Also ich würde sagen, alle Spiele, alle Themen sollten, wenn möglich, auch abgebildet werden. Ich finde es besser, wenn Themen in Spielen abgebildet werden als nicht. Man muss sich natürlich da vernünftig damit auseinandersetzen. Aber ein Problem bei der ganzen Thematik Psychotherapie und auch psychische Gesundheit, das hast du ja im Endeffekt auch schon angesprochen, Ben und Rosa, wir hatten, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, ist, dass es sehr häufig in direkten Zusammenhang mit Wahnsinn gebracht wird. So. Und das kann gut gemacht sein, also wie der Cthulhu-Mythos zum Beispiel in Brettspielen umgesetzt wird und wie da auch mit geistiger Gesundheit als Ressource umgeben wird, finde ich wiederum ganz spannend. Aber es kann natürlich auch komplett platt und blöd gemacht werden. So, das sehe ich genauso. Aber mir würden jetzt ad hoc nicht so viele Spiele einfallen, die sich mit Psychotherapie beschäftigen, als mit Mittelalter. Keine Ahnung. Aber das wundert euch wahrscheinlich nicht. Das wundert uns wahrscheinlich nicht. Man könnte mal was über psychische Gesundheit im Mittelalter machen und überlegen, was die Theologen tolle Ideen hatten. Adalas. Einfach immer Adalas. Wollte ich gerade sagen. Adalas oder ein Loch in Kopf bohren oder so vermutlich. So, wir müssen aufhören. Tatsächlich, unsere Zeit geht dem Ende zu. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dabei warst. Sehr gerne. Also ohne Witz, über das Unbewusste sollten wir auch nochmal, können wir nochmal zum späteren Zeitpunkt was machen, weil ich das wirklich spannend finde. Also auf der BerlinCon waren ja die zwei Personen, die auch gesagt haben, hey, darüber müssen wir was auf den Blog bringen, wie auch immer, weil man da wirklich viele schöne Sachen machen kann und Freud eben auch, ne, ist durchaus umstritten, aber er hat natürlich unglaublichen, ja, das Ganze weitergebracht. So die Idee von weg von Lobotomie, wie du gerade gesagt hast, hin zu mit den Leuten wirklich reden, ne, und was da unter Umständen dahinter liegen kann. Perfekt. Vielen Dank. Dann danke euch. Wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir gucken mal, was der nächste Slot für uns bringt. Euch noch ganz viel Erfolg. Tschüss, Rolf. Danke, Schatter. Ciao.